schon vormontiert. Passt nicht. Hm, falsch rum, falsch rum, falsch rum. So. So. Nächster Versuch. Man muss das richtig mit Kraft ins Ende stecken, habe ich gerade gemerkt. Und hier geht es nicht. Da geht es nicht. Also, das scheint nicht so einfach. So. So. Jetzt das hier wieder zurechtdrücken. Das hier wieder rein. Und jetzt die Schraube. Hier seht ihr den Vierkant. Ja, jetzt kommen diese beiden Teile hier. Ihr seht, hier gibt es Bolzen. Und ihr seht, vielleicht auch hier, hier gibt es in dem Einschub das Bolzenloch. Da muss es rein. Und das soll man jetzt gegebenenfalls nicht gleichzeitig machen, sondern erstmal eine Seite. Ist nicht so trivial. So. Das hält sich dann einfach dadurch, dass es gegenseitig verspannt wird. Hier drüben ist nämlich dann ordentlich Spannung drauf. So, jetzt habt ihr das vielleicht gesehen, wie das reingegangen ist. Mal. Jetzt sitzt es hier drin und so, hier seht ihr die Höhenverstellung. Da steht jetzt 12 mm. Das kann man mittels dieser federnd gelagerten Bolzen durch rausziehen, verstellen. Jetzt nächste Höhe, 22. So wollen wir es mal haben. Hier droben hier. In diese Ösen gehört noch der Grasfangkorb, den habe ich aber nicht dazu gekauft, weil wir aus ökologischen und Bequemlichkeitsgründen mulchen. So, und jetzt probieren wir das Ganze mal. Also fürs erste Mal ein sehr gebrauchsfähiges Gerät. Der Rasen geht sehr gut ab, es lässt sich leicht schieben und hört sich leise an. Ja, vielleicht später mehr. Bis bald, euer Papa E.